bin Captain Future und mache jetzt zum sechsten Mal die Freedom Parade. Unser Musikwagen wird also den Abschluss dieser Parade heute darstellen. Heute ist ein großer Tag für uns alle, denn zum ersten Mal zieht ein Bündnis aus verschiedenen Corona-Maßnahmen kritischer Gruppen durch Berlin, um für Freiheit, Grundrechte und einen Corona-Untersuchungsausschuss zu demonstrieren. Danke, dass ihr alle da seid. Mit bei der Parade de la Résistance heute sind, nicht ohne uns, der demokratische Widerstand, die Freedom Parade und die Ärzte für Aufklärung. Und nicht ohne uns Erfurt. Eine Delegation aus Erfurt ist auch noch mit dabei. Die Ärzte für Aufklärung habe ich noch nicht gesehen. Sind die da? Die sind da? Die sind da, wunderbar. Ich freue mich nämlich besonders, die Ärzte für Aufklärung heute dabei zu haben, denn diese Vereinigung von Ärzten wird von über 500 Ärzten unterstützt, die alle namentlich auf ärzteführaufklärung.de aufgelistet sind. Und diese Ärzte planen bereits, einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss durchzuführen, kurz ACCO. Wir gratulieren zu dieser hervorragenden Initiative. Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande haben bereits erste Verträge über mindestens 400 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus geschlossen. Die Entwicklung eines Impfstoffes könnte im günstigsten Fall schon Ende des Jahres abgeschlossen sein, heißt es vom Gesundheitsministerium. Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes ca. 15 Jahre, aber die Zeiten ändern sich ja. Zu meiner Zeit brauchte man für ein Abi auch noch 13 Jahre. Vielleicht kann man die Schulzeit ja auch auf ein Jahr verkürzen. Dennoch geht man wohl nicht nur davon aus, dass sich jeder impfen lässt, sondern dass sich jeder 1,77 Mal impfen lässt, weil diese vier Länder haben zusammen nur 226 Millionen Einwohner, habe ich mal nachgerechnet. Wieso braucht man dann 400 Millionen Impfdosen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht muss jeder zweimal geimpft werden. Ich bin kein Fachmann. Finde ich aber komisch. Hat sich da Herr Spahn verrechnet? Ich dachte, wenigstens rechnen sollte ein Bankkaufmann können. Ein Corona-Test kostet ungefähr 200 Euro. Wenn die Impfung genauso viel kostet, dann wären das 80 Milliarden Euro. Was man alles Gutes damit anstellen könnte, stattdessen wird es verschwendet. Ich werde mich jedenfalls auf keinen Fall impfen lassen. Und ihr, wollt ihr euch impfen lassen? Lieber Knast! Ja, wir werden heute ungefähr den gleichen Weg wie letzte Woche nehmen und werden kurz vor vier symbolträchtigen Orten auf dem Weg Halt machen und ein paar Worte verlieren. Und zwar vom Taz Tower, vom BND, vom Wirtschaftsministerium und vom Bundesinnenministerium. Unser Endpunkt wird der Washingtonplatz direkt vom Hauptbahnhof sein, wo wir dann von 18 bis 22 Uhr unsere Abschlusskundgebung stattfinden lassen. Denkt dran, wir haben eine Facebook- und eine Telegram-Gruppe von der Freedom Parade. Ihr seid vernetzt. Aber jetzt genug geredet, lasst uns demonstrieren. Und ich habe noch einen Schlachtruf überlegt. Und zwar, sprecht mir bitte alle nach, Untersuchungsausschuss jetzt. Ihr habt euch da verschätzt.